das ist euer Votingspiel. Im Süden von Leverkusen testet an diesem Samstag die U19 des SV Schlebusch gegen die Jungs der Borussia Lindenthal-Hohenlind. Beide Teams schon mit Testpartien konnten alle jeweils gewinnen. Für den Bezirksligisten, den SV, wird das heute aber keine leichte Aufgabe. Lindenthal ist Mittelrheinligist und spielt seit Jahren dort um die vorderen Plätze mit. Rein geht es in die Partie, die Gäste in Grün-Weiß beginnen von links nach rechts. Die erste Möglichkeit hat auch direkt die Borussia. Römers probiert es aus der Distanz, Esosa zum ersten und Esosa zum zweiten. Starke Reaktion vom Keeper der Schlebuscher. Weiter geht es auf das Tor. Der Gastgeber kombinieren sich gut durch und scheitern am Ende wieder an Anthony Esosa, der seine Mannschaft hier im Spiel hält. In der 27. Minute fasst sich Busmann dann ein Herz und hält einfach mal drauf. Da ist es dann gefallen, das 0:1 nach einer knappen halben Stunde. Das hat sich abgezeichnet. Satter Linksschuss, Keeper Esosa macht hier aber auch keine gute Figur. Was folgt als Antwort der Schlebuscher? Podjonu über außen setzt sich hier gut durch, das Ding eigentlich schon geklärt, doch irgendwie kommt der Ball noch zu Yedi Bahoma und der muss das Ding nur noch über die Linie drücken. Der 1:1 Ausgleich 8 Minuten später. Meier lässt sich das Ding nochmal abluchsen und Yedi Bahoma hat den richtigen Riecher. Die Lindenthaler scheint der Ausgleich gar nicht zu stören, spielen weiter munter nach vorne. Ball kann nicht richtig geklärt werden. Atabak setzt da mal zum Tänzchen ein, kann diese Aktion aber nicht mit einem Tor veredeln. Weiter geht es auf das Gehäuse der Gastgeber. Gut durchgesteckt auf Sidi Lajeka. Ganz cool schiebt er den mit der Picke zur 1:2 Führung ein. Eine Minute vor der Pause. Damit geht es dann auch in die Halbzeit. Eine verdiente Führung für die Gäste, bisher einfach mit mehr Spielanteilen und besserer Chancenverwertung. Nach dem Seitenwechsel das gleiche Spiel. Super Tunnelpass auf den Goikom Tiamadeo und der bleibt ganz abgezockt. Das 1:3, 2 Minuten nach Wiederanpfiff. Das geht viel zu einfach für die Lindenthaler. Die SV-Abwehr heute immer einen Schritt zu spät. Doch die Schlebuscher auch noch mit Drang nach vorne. Podjonu setzt sich hier super durch und erzielt den 2:3 Anschlusstreffer. Nur 3 Minuten später. Die SVler geben sich hier nicht auf, zeigen eine tolle Moral und spielen immer noch mit. Super Aktion vom flinken Stürmer. In der 59. Minute Vogel dann mal mit einem Freistoß und der ist perfekt getreten. Der Kapitän mit seinem ersten Treffer an diesem torreichen Tag schlänzt ihn hier rechts an der Mauer vorbei. Keine Chance für Esosa im Tor der Gastgeber. Das war Millimeterarbeit. Und nicht nur einer bei der Borussia kann Freistöße. Schnörpel nagelt den da unter die Latte. Was für ein Geschoss. Einen kleinen Vorwurf muss man Esosa aber auch machen. Stellt sich hier die Mauer auf die falsche Seite und sieht bei dem Schuss nicht gut aus. Die Gäste haben weiterhin Bock zu kicken und geben sich mit der 3-Tore-Führung nicht zufrieden. Römers mit einem super Antritt lässt alle stehen. Esosa noch mit der Fußabwehr, kann den Doppelpack von Sidi Lajeka aber dann auch nicht mehr verhindern. Das 2:6. Jetzt wird es schon sehr deutlich. Die SV-Abwehr zerbricht jetzt auch in alle Einzelteile. Römers mit der Übersicht. Und dann darf jeder auch nochmal Hwang mit dem 2:7 in der 83. Minute. Das ist jetzt in der zweiten Halbzeit ein wirklicher Klassenunterschied.
Und einen haben wir noch. Keine 60 Sekunden später. Römers scheitert noch an Esosa. Aber Schnörpel steht goldrichtig und erzielt nun auch seinen Doppelpack 6 Minuten vor Ende. Dann ist Schluss im Süden von Leverkusen. 2:8 am Ende, ein wenig zu hoch. Schlebusch spielte gut mit, doch der Klassenunterschied war dann vor allem in der zweiten Hälfte sichtbar. Der Kapitän der Borussia war bei uns nochmal am Mikrofon. Ich denke, wir haben als Mannschaft gut gespielt, wir haben unser Ziel erreicht. Die 2 Gegentore hätten nicht sein müssen und vorne hätten wir 1-2 Tore mehr machen können. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit meinem Team auf jeden Fall zufrieden. Schlebusch muss am Samstag nach Wiel zum nächsten Test gegen einen Mittelrheinligisten. Die Lindenthaler fahren am Sonntag dann nach Ratingen.